Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Herren von Damen und Herren vom Senat, wobei jetzt ja natürlich nur der Herr Wirtschaftssenator Güntner da ist. Mir scheint es hier bitter nötig, dass die Bremer Wirtschaftspolitik und ihre Forschungspolitik hier wirklich mal beleuchtet wird. Wenn Koalition und Senat das wenige Geld, was sie überhaupt bereit zu geben sind, auszugeben bereit sind, in die Wirtschaft stecken, dann, meine Damen und Herren, dürfen Bremerinnen und Bremer wohl erwarten, dass da für sie was Nützliches bei rauskommt, etwas Sinnvolles für die Region entsteht oder für die Menschen etwas Positives passiert. Mit den 1,6 Millionen Euro, über die wir hier zu reden haben, hätte jedenfalls einiges passieren können. Damit wir hier die Größenordnung mal klar haben, der Bildungshaushalt hat für den Ausbau von Ganztagsschulen 2012 zweckgebunden 1,7 Millionen Euro zur Verfügung bekommen für Personal und Sachmittel. Die 1,6 Millionen, die Sie hätten hier auch sinnvoll ausgeben können, ich mache das mal an einem ganz kleinen Beispiel deutlich, es gibt viele innovative kleine Unternehmen in Bremen, die sich über die die sich über die Gelder richtig gefreut hätten. Und die haben keinen milliardenschweren Mutterkonzern im Rücken wie Rheinmetall Defense Electronics. Aber sie haben das Geld über den Senat und über die landeseigene WFB oder beziehungsweise damals noch über die Bremer Investitionsgesellschaft unter Senator Nagel in einen Konzern gesteckt, in die Forschung gesteckt, die eine 100-prozentige Rüstungsfirma ist. Sie betreiben damit die Subventionierung eines Kriegswaffenproduzenten, der auch ohne ihre Zuschüsse jährlich 400 Millionen Euro umsetzt. Am Freitag hat EADS angekündigt, dass sie die Drohnensparte von Rheinmetall Defense Electronic übernehmen werden, also die Sparte, um die wir hier reden. Offenbar sah Rheinmetall in diesem Bereich keine Zukunft mehr. Fest steht also, erst werden Subventionen gezahlt und gerade ein Jahr später wird die Sparte, die eigentlich aufgebaut und gefördert werden sollte, an die Konkurrenz verkauft. Ich weiß nicht, ob Sie das unter nachhaltiger Wirtschaftspolitik ansehen. Aus der Senatsantwort können wir entnehmen, dass dem Senat sehr wohl bekannt ist, was der Empfänger ihrer großzügigen Subventionierung produziert. Das RDE-Arsenal umfasst nämlich Zielerfassungssysteme, Ausbildungssysteme für den Häuserkampf, Feuerleitanlagen, Laserzielsysteme, Simulationen für Kampfflugzeuge, militärische Aufklärungsdrohnen. Bremer Rüstungselektronik von RDE findet sich an zentralen Stellen. Im Leopard 2 Kampfpanzer, im Schützenpanzer zu Puma und vor allen Dingen in der Panzerhaubitze 2000 ein System, was wegen der Möglichkeit, die geächtete Streumunition zu verschießen, massiv in der Kritik steht. Die Elektronik von RDE ist die Sensorik. Man kann sich das so vorstellen, ohne diese Teile, die RDE herstellt, wäre eine Panzerbesatzung blind und taub und könnte nicht mal aus einer Garage ausparken. Und ohne diese Teile könnte kein einziger Schuss abgefeuert werden. Das baut Rheinmetall Defense Electronics und Sie stehen auch zu, das können Sie alles auf Ihrer offiziellen Homepage lesen. Aber der entscheidende Punkt ist ja, hier sollte ja ein Projekt gefördert werden, was zivile Kleinflugroboter entwickeln sollte. Dass RDE kein einziges ziviles Produkt benennen kann. Und Sie können es auch nicht. In der Frage 3 haben wir nämlich nach zivilen Produkten gefragt. Sie können es aber nicht sagen. Und Sie sagen in der Antwort 2, als wir nach den militärischen Produkten gefragt haben, das unterliegt der Geheimhaltung. Zuständig dafür ist das Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle. Und deswegen können Sie dazu nichts sagen. Für zivile Projekte können Sie aber ebenfalls nicht sagen, weil Sie auf die gleiche Antwort verweisen. Das ist völlig unlogisch, denn zivile Güter, für die gilt die Waren-, Verkehrs- und Dienstleistungsfreiheit nach Maastricht. Hätte RDE sowas geplant, hätten Sie das hier angeben können. RDE, und das ist der springende Punkt, hat nämlich einen Rüstungsanteil von 100%. Und fast alles von dem, was Rheinmetall produziert, in Bremen produziert, fällt unter das Kriegswaffenkontrollgesetz. Auch die Drohnen, die Sie jetzt herstellen, sind ganz klar für den militärischen Einsatz vorgesehen. Eine zivile Drohne wird bei RDE nicht mehr angekündigt, während die Militärdrohne Wabeb, die erst 2020 fertiggestellt werden soll, jetzt schon breit auf Homepages und bei YouTube irgendwie Werbefilmen präsentiert wird. Eine zivile Drohne wird nicht angekündigt, ist nicht vorgesehen. Wenn Sie die Nachrichten am Wochenende verfolgt haben,
werden Sie auch sehen, dass EADS, die die Drohnensparte jetzt ja übernehmen, überhaupt nicht vorhat, zivile Flugroboter herzustellen. Es sollen weiterhin die RDE-Drohnen Heron und KZO produziert werden. Mit beiden Drohnen werden aber auch Luft- und Artillerieschläge vorbereitet. Das sind die sogenannten Targeted Killings-Missionen, die drastisch zunehmen und die gegen das Kriegsvölkerrecht verstoßen. Von anderen zivilen Projekten und Drohnen, wie gesagt, bei RDE findet man sie nicht. Rheinmetalls Technologie zum Beispiel, die Feuerleitanlagen, sind in 2 Dutzend Ländern im Einsatz. Darunter befinden sich auch Unruheherde wie Kurdistan oder die Arabische Halbinsel. Damit ist die Bremer Firma massiv am globalen Rüstungshandel und in diverse Konflikte verwickelt. Und im Moment winkt ja auch RDE noch der Großauftrag für 300 Leopard-Panzer. Die hat Saudi-Arabien nämlich im Sommer bei der Bundesregierung gestellt. Und man kann sich sicher sein, RDE wird auch bei diesem Kunden keine Skrupel haben. Moral und Ethik haben nämlich im Kriegswaffenmarkt nichts zu suchen. Deutschland ist europaweit der erfolgreichste Waffenhändler. Allein 2010 ist die Menge der genehmigten Exporte um 50% gestiegen. Laut neuestem Rüstungsexportbericht befinden sich darunter auch für ca. 450 Millionen Euro Produkte der Kategorie militärische Elektronik. Ein sehr großer Teil dieser Exportgenehmigungen dürfte hier wieder an Rheinmetall Defense Electronics gehen, weil die sind nämlich hier Marktführer. Wenn RDE tödliche Panzer auch an verbrecherische Regimes liefert, da zucken sie einfach nur mit den Schultern. Sie sagen, es gibt keine Informationen und nicht nur das, weil sie sich mit der Rüstungslobby auch gutstellen wollen, schanzen sie diesem Produzenten auch noch 1,6 Millionen Subventionen zu. Wohlgemerkt, wir haben hier ein Haushaltsnotlageland und das Geld hätten wir hier besser anwenden können. Sie können nämlich über EFRE-Mittel frei verfügen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dann komme ich zum Schluss. Hier von der SPD, Sie haben vor einer Woche klargemacht, dass das Universum die 300.000 Euro, die Sie ihm gestundet haben, unbedingt zurückzahlen müssen. Das würde ich mir an dieser Stelle auch einmal wünschen, denn diese Subventionierung dieser Gelder ist nicht in zivile Projekte gegangen, sondern ganz klar in die Projekterforschung eines Rüstungskonzerns. Danke Ihnen. Als nächste Rednerin, das war die Ab... Herr Präsident, ich muss jetzt mal leider die Brille aufbehalten, weil... Also das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag nennt als Ziele des Projektes CART eine Infrastruktur für die Entwicklung von Flugrobotern für die zivile Anwendung, zum Beispiel zur permanenten Überwachung bestimmter küstenschutzrelevanter Gebiete aufzubauen. Andererseits 3 exemplarische Anwendungen prototypisch zu entwickeln. Profiler, Guard, Scout, das sind die Namen der Drohnen. Das sind die 3 Kleinstflugroboter. Ich hätte erwartet bei unserer Anfrage, dass der Senat darauf hätte eine Antwort geben können. Was ist da entwickelt worden und was ist aus den Forschungsergebnissen geworden? Weil Rheinmetall Defense Electronic hat auf jeden Fall nichts daraus entwickelt und sie, EADS, die das übernehmen wird, irgendwie hat das auch gar nicht vor, in dieser Sparte zivile Drohnen zu bauen. Das haben Sie ganz klar gesagt. Und Frau Schön, wir haben überhaupt gar keine einzige Frage zu OHB gestellt. Also ich weiß nicht, was das soll. Ich möchte aber an dieser Stelle trotzdem noch mal auf einen anderen Frageblock eingehen, den wir da gestellt haben. Und das ist nämlich die Einbettung von RDE, die, wie gesagt, eine Rüstungsfirma ist, in die hiesige Forschungslandschaft. Das finde ich nämlich durchaus hochproblematisch. Rheinmetall Defense sendet nämlich Ingenieure an die Hochschule Bremen, die da über Jahre zahlreiche Studierende unterrichten. Das steht in Ihrer Antwort drin. Und das finden Sie auch offensichtlich ganz normal. Lehrauftrag an privater Nebentätigkeit nennen Sie sowas. Und das ist einfach ein Problem, wenn die Rüstungsindustrie, und das ist RDE, direkte Durchgriffsrechte auf die Gestaltung von Lehrveranstaltungen an Bremer Hochschulen bekommt. Das finden wir durchaus problematisch. Das hat sich nämlich aus der Antwort auch ergeben. Diese private Nebenstudiengang, diesen Master, Nebentätigkeit in dem Masterstudiengang Aeronautical Management, da wird der potenzielle Nachwuchs von Rheinmetall und irgendwie jetzt halt EADS unterrichtet. Und vielleicht erzählt dieser Dozent dann ja auch, was auf die Studierenden zukommt, wenn sie für RDE nach Afghanistan geschickt werden, um im Mazar el-Sharif der Bundeswehr beim Einsatz ihrer KZO-Drohne behilflich zu sein. Weil das ist nämlich das, was tatsächlich hinten rauskommt. Meine Damen und Herren, als nächster Redner hat das Wort Herr Senator Güntner.